MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Yo, ich habe eben mal so ein wenig im Verein rumgeschaut und da ist mir aufgefallen, dass wir fast alle Spieler aus dem alten Falcao-Team hatten. Also habe ich mir gedacht, ja, kaufe ich einfach mal die restlichen noch dazu. Und jetzt steht sozusagen das alte Falcao-Team wieder, bis auf Cuadrado. Den habe ich jetzt mal rausgelassen und habe dafür mal Gervinho in Form gekauft. Mal gucken, vielleicht geht er ein bisschen besser ab. Hat auch nur 24.000 gekostet. Dazu habe ich noch Falcao gekauft, 90k oder so, ja, 93. Walker, De Sanctis und Radu, dann waren schon wieder alle da, weil De Rossi, Rooney, Benatia, Vidic und hier, wie heißt er nochmal, Rodriguez, hatten wir ja schon. Deswegen habe ich mir gedacht, ja, würde sich ja eigentlich lohnen und das Team hat mir ja eigentlich auch Spaß gemacht. Deswegen habe ich mir gedacht, ja, packen wir uns das nochmal. Das sieht jetzt von der Latenz noch nicht so pralle aus, jetzt wird es besser. Ich gehe nochmal raus. Muss ja jetzt nicht sein. Ja, ich wollte Falcao einfach nochmal spielen. Er hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen, wo wir ihn hatten. Und ja, deswegen steht das Team jetzt nochmal. Und mal gucken, ob es sich immer noch so gut spielt. Und mal gucken, ob Gervinho eventuell einen Ticken besser ist als Cuadrado. Obwohl er gar nicht mal so schlecht war. Ich finde hier irgendwie als nur den. Ja, nochmal. Vielleicht finde ich mal wen anders. Ich glaube, die stecken immer zwei Leute mit scheiß Verbindung zusammen. So, gestern war natürlich ein bisschen ärgerlich, dass wir das Spiel durch diesen scheiß Quitter, was heißt Quit, EA-Server haben mich ja gekickt, dass wir das Spiel verloren haben, aber ich glaube, es wäre ein ganz hübsches Spiel geworden. Oh, ich bin sogar Host. Ja, komm, jetzt drück auch. Passt alles. Ja, ist mir Latte, was du nimmst. So, komm, drück. Ja, sehr schön. Ich spiele zu Hause gegen... Ja, super. Ich mache eine Doppelfolge draus. Das heißt, selbst wenn wir das Spiel zu Ende spielen müssen, was ich nicht hoffe, mache ich noch eine Folge. Ja, ich muss nichts dazu sagen. Die Spieler sind alle im Prinzip gut, aber es ist halt einer, der von Ultimate Team null Ahnung hat und einfach irgendwas aufgestellt hat. Beziehungsweise er hat sich noch ein wenig auf die Positionen konzentriert, also steht fast jeder auf der richtigen Position außer Shahin. Aber ansonsten ist das dann halt einfach nur irgendwas zusammengemixtes und mehr auch nicht. Schade. Aber auch sowas gibt es. Ja, gucken wir mal, dass wir das schnell jetzt hier über die Bühne bringen. Eventuell schnell. Und danach dann vielleicht noch ein Spiel machen können. Okay, da ist Gervinho. Gervinho sieht auch relativ groß aus. Also in FIFA 13 fand ich ihn ja ganz nice. War das FIFA 13 oder war das FIFA 12? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. So, Falcao zieht hier durch. Ja, der Falcao ist ja eigentlich der Kopfballspezialist. Aber naja, hat Falcao mal geflankt. Ja, Totti hier. Und der spielt dem direkt meins aus. Hab ich jetzt... Ist irgendwie ganz komisch. In letzter Zeit ist es ab und an mal der Fall wegen diesen Chemiehuren. Ich meine, wir haben jetzt, ich glaube, 116 Episoden oder noch mehr jetzt. Wahrscheinlich, wenn diese dann raus ist. Und in den 116 Episoden... Na gut, da hatten wir, glaube ich, insgesamt... drei, maximal vier Chemiehuren, glaube ich. Ansonsten hatten wir eigentlich immer volle Chemie-Teams. Ich glaube, in FIFA 13 war das um einiges häufiger. Vor allem in FIFA 13 habe ich noch ab und an auch die Chemiehuren-Spiele rausgeschnitten. Also hier ist es wirklich eigentlich, ja, also ich habe, glaube ich, bisher erst ein Chemiehuren-Spiel rausgeschnitten. Also sagen wir mal in, ja, 120 Spielen oder sowas. 3-4 Chemiehuren, das geht eigentlich im Prinzip. Jetzt, gerade in letzter Zeit wird es zwar ein Ticken mehr, aber, ja, wie gesagt, es geht. So, sollte ich mich vielleicht einen ganz kleinen Tick hier mal so aufs Spiel gucken und vielleicht mal Tor machen? Vielleicht hat er ja dann keinen Bock mehr. Er weiß sogar, wie man Mann ranholt. Also anscheinend, ein bisschen Ahnung von FIFA hat er, aber wie gesagt, ich glaube nicht von Ultimate Team. Also sonst hätte er das Team nicht so aufgestellt. Wie ich das hasse, immer diese Aktionen, man holt sich den Ball und der geht dann trotzdem ins Aus, da könnte ich immer den Controller zerdrücken. Aber naja, wir wollen uns jetzt nur noch auf die PS4 freuen hier, jetzt gibt es keine Rages mehr, bis zur PS4, da kann es dann losgehen, wahrscheinlich ist meine kaputt, die ich kriege. Hier könnte ich schon wieder ragen, immer dieses scheiß Ablaufen und der Ball fliegt dann ins Aus. Ah, ist einfach so ärgerlich, ich hasse es.
So, De Rossi. Fackeln wir das Ding mal hier nach da vorne auf den Rodriguez. Kommt auch gut an, aber Puyol ist da. Ja, verteidigt hier wie ein 10-Chemie-Mann. Barca ja gestern richtig auf den Sack bekommen. Also natürlich nur 2-1, aber erste Halbzeit wurden die ziemlich abgefackelt von Monaco. Das muss man einfach mal so sagen. Ohne Augenwischerei. Und da macht De Rossi halt einfach mal das Ding unter die Latte. Ja, wie gesagt, Barca wurde schon in der ersten Halbzeit ziemlich an die Wand gespielt. Zweite Halbzeit war dann das genaue Gegenteil der Fall. Aber es war irgendwie so ein typisches Barca-Spiel. Ich glaube, die hatten teilweise 80% Ballbesitz. Aber wenn man halt irgendwie null Chancen rausspielt, bringt dir auch 80% Ballbesitz nichts. Und damit, ja, erste Niederlage, glaube ich, seit dem 4-0 gegen Bayern. Und ansonsten, was gab es noch für Partien? Schalke gegen das ist so eklig auszusprechen. Ja, jedenfalls 0-0 unentschieden, natürlich nicht so pralle. Und ja, das war jetzt natürlich auch in dem Zusammenspiel mit dem Chelsea-Spiel nicht das beste Ergebnis für die Jungs, will ich mal sagen. Das heißt, Schalke braucht gegen Basel, glaube ich, einen Sieg. Weil wenn Basel unentschieden spielt, ist Basel weiter. Chelsea wird gegen Bukarest halt, ne? Werden die definitiv gewinnen. Und ja, dann wird es, wäre Basel und Chelsea weiter, wenn Schalke nicht gewinnen sollte. Ich denke mal, sie sind sich der Aufgabe bewusst und deswegen denke ich auch mal, dass sie es eigentlich schaffen werden. Aber ja, Basel hat eigentlich eine coole Truppe und ich sag mal so, wer Chelsea schlägt und richtig gut schlägt. Also ich habe zwar ab und an mal Konferenz reingeguckt, aber also ich habe das so gemacht, ich habe auf meinem normalen TV habe ich Dortmund-Spiel im Einzel geguckt und dann habe ich noch dazu auf dem PC habe ich sozusagen, ich habe eine Dreambox, also für Sky, und da habe ich halt hier, wie heißt, die Konferenz streamen lassen, nicht streamen, also über die Dreambox. Ich habe sozusagen zwei Antennenausgänge und dadurch kann ich halt zwei verschiedene Sender auf zwei verschiedenen Monitoren gucken. So, dann habe ich die Konferenz so noch nebenbei laufen lassen, um mir halt auch da die Tore anzugucken. Und da hat Basel in der ersten Halbzeit unnormal gut gegen Chelsea gespielt, also waren richtig stark. Zweite Halbzeit waren sie auch stark, das Ding war halt eher, da war ein bisschen die Luft raus, kann man auch einfach verstehen. In der ersten Halbzeit ist Basel so krank abgegangen. Das war ja schon nicht mehr feierlich. Also gegen Chelsea, das muss man sich halt mal reinziehen. Und ja, und dann war das im Endeffekt auch meiner Meinung nach ziemlich verdient, dass sie dann im Endeffekt auch das 1-0 gemacht haben und gewonnen haben. Also Chelsea hatte, glaube ich, bis zur 70. irgendwie keinen einzigen Torschuss. Also richtig, richtig krass. Und ja, also wenn Basel so spielt wie gegen Chelsea, dann sehe ich ehrlich gesagt ein bisschen schwarz für Schalke. Weil, ja, ich weiß nicht. Schalke ist dann immer noch mal ganz anders in den Spielen. Aber ich sag mal so, hier ist Bukarest, das wäre jetzt eigentlich noch mal eine leichte Aufgabe gewesen. Aber ja, jetzt kriegen sie halt eine Schwere vor die Brust. Hätten sie es mal lieber da geholt. Aber naja, kann man nichts machen. Dann nächstes Spiel. Ja, wie gesagt, noch mal kurz was zu Chelsea, Basel. Einer hat mich gefragt, ob ich da mal ausführlich drauf eingehen kann. Kann ich leider Gottes nicht. Wie gesagt, ich habe das nur so ein bisschen im Augenwinkel in der Konferenz verfolgt. Und deswegen kann ich da jetzt nichts Großes drüber sagen. Ich kann im Prinzip nur das wiederholen, was die Kommentatoren da auch als angesprochen haben. Wie gesagt, erste Hälfte, ja, komplett drückende Basler. Und ja, wie gesagt, null Chance für Chelsea. Keinen einzigen Torschuss. In der zweiten Halbzeit war es dann anscheinend so, dass Basel schon noch überlegen war, aber halt nicht mehr drückende Aktionen hatte, weil sie halt einfach platt waren. Was man auch verstehen kann, wenn man halt die erste Halbzeit übel Druck spielt. Und ja, ansonsten aber wie gesagt verdienter Sieg und ist natürlich ganz hübsch, dass Chelsea da mal eine Niederlage eingehandelt haben. Ich finde es auch ganz spannend für die Gruppe, weil ich glaube, wenn Chelsea gewonnen hätte, wäre Chelsea definitiv weiter oder hätten unentschieden gereicht. Ich glaube sogar unentschieden. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Und es wäre natürlich für Schalke hübscher gewesen, aber so ist das doch eigentlich immer ganz hübsch. Ja, naja, wir werden es sehen beim nächsten Spieltag, wer denn im Endeffekt dann weiterkommen wird. Ich bin gespannt. Und ja, was gab es noch für Partien? Dann gab es einmal Porto gegen hier Austria, ne?
Austria, genau. Da ist Austria nämlich in Führung gegangen. Dann Porto klar überlegen, muss man einfach so sagen. Aber Austria hat, glaube ich, auch nicht den Maßstab, sich mit Porto zu messen. Also das sind schon mal zwei andere Ligen. Trotzdem kam Porto nur zu einem 1:1 durch Martinez irgendwann, keine Ahnung in welcher Minute. Kurz nach der Halbzeit, glaube ich, so 78. Ah, hier wird aggressiv. Ja, das war das Porto-Spiel. Was gab's noch? Lass mich überlegen. Dortmund natürlich, aber das will ich am Ende nochmal dran packen. Was gab's denn noch für Spiele? Es gab noch andere, aber mir fällt's nicht ein. Schalke hatte ich. Chelsea hatte ich. Ich komme nicht drauf. Sollte ich vielleicht mal ganz kurz, Sport 1 hier im Browser auf, weil wenn ich die Spiele sehe, dann kann ich auch wieder was dazu sagen. Machen wir mal Sport 1 und schauen mal, was da so an Partien angezeigt wird, wenn die Seite mal laden würde. So, hier nochmal auf, eigentlich Rooney, aber der will nicht ankommen. So, überragender Feingeist, Mickey und der Eisenmann. Ah ja, so. Scheiße, hier ist doch immer so eine Übersicht eigentlich. Das stört mich jetzt aber hier. Ja, falls ich hier gerade nichts mache, tut mir leid. So. Oh, Falcao holt sich selber den Ball. Sehr schön. Na. Gervinho. Und Gervinho, der Schuss kam dann leider Gottes nicht mehr an. Jetzt nochmal hier ein Longshot vom Kyle Walker, oder? Nee. Eher nicht. So. Rossi, Carrick ist da, sehr schön. Da nach außen wieder, nach innen und jetzt wieder nach außen. So rum wollte ich es haben. Und Finesse vom Rodriguez, aber es war nichts. So, jetzt sehe ich nämlich auch die Spiele. Hier ist es nämlich. Genau, dann gab es natürlich noch Arsenal gegen Marseille. Ist ja die Dortmund-Gruppe, ist logisch, dass dieses Spiel auch war. Und ja, da war Arsenal einfach drückend überlegen, beziehungsweise man muss halt auch sagen, dass Marseille sich ja fast aufgegeben hat. Also man hat den richtig angemerkt, dass sie keinen Bock auf das Spiel hatten. Und dann hat Wiltshire ja schon irgendwie nach 24 Sekunden oder sowas das 1:0 gemacht und dann in der zweiten Hälfte hat auch noch 2:0 draufgepackt. Özil Elfmeter verschossen, allgemein relativ unglückliche Partie. Ja, war jetzt nicht ganz so pralle, aber naja, passiert auch mal. Ist ja momentan ein wenig in der Kritik in England, dass er anscheinend nicht so liefert, wie die Fans sich das wünschen für seine 50 Millionen oder was er gekostet hat. Aber man muss halt auch sagen, ich meine, er hat die Vorbereitung nicht komplett mitgemacht. Hat er sie überhaupt mitgemacht? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, er ist ziemlich ins kalte Wasser da gekommen gewesen. Ah ja, Messe. Und ja, deswegen sollte man ihm schon noch ein bisschen die Zeit geben. Ich meine, ich glaube so, die erwarten sich teilweise in England wirklich so Leistungen wie von einem Ronaldo. Aber zum einen spielen die verschiedene Positionen und zum anderen ist er kein Ronaldo, was man halt auch dazu sagen muss. Und ja, deswegen vielleicht ein bisschen zu übertriebene Hoffnung der Fans. Ich glaube irgendwie, ich habe gestern was gelesen, was hat er, 13 Pflichtspiele oder sowas? Da 4 Tore und... Oder 2 Tore und 6 Vorlagen, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall, es war jetzt gar nicht so schlecht. Also, er hat jetzt zwar nicht jedes Spiel einen Scorerpunkt, aber ich glaube, jedes zweite auf jeden Fall und noch da drüber auf jeden Fall. Finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht für den Anfang. Und ich meine, er kommt doch. Da muss man ihm ein bisschen Zeit geben. Und ja, dann, was gibt es noch für Spiele? Ach genau, Mailand gegen Celtic Glasgow. Da hat Kaká in der ersten Halbzeit auf 1:0 geschraubt. Ich glaube, da war es noch relativ glücklich, weil Celtic vorher mit Samaras, war es glaube ich, eine sehr gute Chance hatte. Aber im Endeffekt ging das Ding dann 3:0 aus. Im Endeffekt war es dann auch verdient, aber man muss halt sagen... Celtic hatte richtig starke Chancen, aber sie haben halt null die Chancen genutzt und das war halt auch das Ding. Joa, was gab's noch? Atletico gegen Petersburg, das war irgendwie schon vor dem Abend, das heißt, es kam irgendwie, keine Ahnung, 18 Uhr oder so, weiß ich nicht. Habe ich also auch nicht geguckt, auch nicht die Zusammenfassung, da war ich schon, war ich noch nicht in Sky drinne, wo die kamen. Und ja. Das wären die Spiele gewesen, kommt natürlich noch Dortmund und ja, Dortmund, das war eigentlich, das sage ich jetzt nicht als Dortmund-Fan, aber es war meiner Meinung nach ein ganz klar verdienter Sieg, weil, schlechter Pass, weil es sah halt einfach so aus,
dass Dortmund wirklich so viele hundertprozentige hatte. Also in der ersten Halbzeit müssen sie im Prinzip 3:0 führen. Müssen sie. Okay, sagen wir von mir aus 3:1, weil Neapel hatte auch eine sehr gute Aktion. Und deswegen muss man dann halt auch sagen, dass Neapel da vielleicht auch noch eins verdient hätte. Aber im Allgemeinen, sagen wir mal 3:1 in der ersten Halbzeit, das wäre schon vollkommen okay gewesen. Und dann in der zweiten hätten sie nochmal 3 machen müssen. Ich glaube, insgesamt war es halt, wie gesagt, zweimal Lewandowski, zweimal Mkhitaryan, einmal Aubameyang, die eine hundertprozentige hatten. Also frei vom Tor mäßig, ne? Also ich glaube, Lewandowski, wie gesagt, war alleine zweimal frei vom Tor. Aubameyang dann auch nochmal. Einmal. Und ja, das war halt wieder eine Chancenverwertung. Ey, da kannst du dir echt die Haare raufen, wenn du dir das Spiel da reinziehst. Und ja, irgendwie, die haben so geile Chancen und es läuft einfach nicht. Es will nichts rein. Im Endeffekt ist es dann 3:1, also das gute Ergebnis mit über einem Tor Vorsprung gewonnen. Und deswegen passt das wiederum. Sehr schön. So, was mich ziemlich abfuckt hier ist, dass der Gegner durchspielt. Es macht halt überhaupt keinen Spaß. Ich habe auch gar keine Intention, mich hier anzustrengen. Weil, ja, es macht halt null Fun. Ich denke, ihr kennt das selber. Ach, Vidic hier. Chillst ein bisschen vorne. Es macht halt, wie gesagt, null Spaß und deswegen, ja, kriege ich da jetzt auch nicht unbedingt die Emotionen hinter. Merkt er wahrscheinlich. Ja, Gervinho darf hier nochmal sein Tor machen im ersten Spiel. Ist auch was Schönes. Aber ansonsten wäre es das eigentlich nach Heimgala. BVB erspielt sich den Matchball. Ja, so sieht's aus, Bitches. Gucken wir mal, was hier noch so auf dem Fußballmarkt abläuft. Können wir mal nachschauen. So, Gervinho, die alte Sau. Komm, push dich mal hier. Ja, hier, Gervinho. So, Falcao. Naja, okay. Ball weg. Ball weg. Ball weg. Upp, hier nochmal durchgesteckt. Ah, Falcao, Junge, was war denn das? So, was gibt's da noch? Remi ohne verletzten Prinz. Endspiel für Schalke. Jupp. Fuchs ohne Zielwasser. Fährmann solide. BVB-Noten. Überragender Feingeist Mickey und der Eisenmann. Van der Vaart, ich würde Ronaldo wählen. Ja, ich würde Ronaldo auch wählen. Ist ein ziemlich krasser Kerl, muss man einfach so sagen. Ah, hier Falcao, Junge. Fackel den Julio César um. Oder auch nicht. Ah, komm, hier, dann macht er nochmal ein Tor. Nee, macht er nicht. Macht er nicht, der Alte. Was haben wir sonst noch hier? Bayern flüchten vor dem Maulwurf. Ja, das ist ja gerade wieder eine Maulwurf-Affäre. Ja, ja, wenn bei den Bayern nichts zu berichten ist, also dafür kann Bayern jetzt natürlich nichts, dafür können nur die Medien was, aber wenn bei Bayern nichts zu berichten ist, dann holen die Medien immer irgendwas raus. Maulwurf-Affäre jetzt. Eieiei. Naja. Neue Verträge für Bayern-Stars, okay. Rummenigge kündigt an, Boateng und Groß langfristig binden zu wollen. Ja, ist auch relativ schlau, weil ich meine, der Groß ist ein Starker und der Boateng ist auch ein Starker. Da kann man schon mal verlängern. Bei den beiden Jungs. Aber ansonsten steht hier eigentlich nichts Interessantes in diesen Sport 1 News. So. Ich glaube, ich muss euch enttäuschen und kann doch kein zweites Video machen, weil ehrlich gesagt bin ich davon ausgegangen, dass dieses, ja hier, dieses Spiel entweder abgebrochen wird oder wenigstens schnell vorübergeht. Das Spiel, wenn das rum ist, sind wir glaube ich schon in der 20. Minute oder sowas. Also jetzt hier von der Aufnahme. Und das wird dann einfach zu viel. Dann bin ich über 40 Minuten. Dann kriege ich das leider mit dem Plan nicht hin. Dafür kriegt ihr wieder eine andere längere Episode. Verspreche ich euch. Muss ich mal gucken, ob die dann heute kommt oder Freitag. Für wann sind die Videos eigentlich? Für Donnerstag, glaube ich. Ja doch, müsste für Donnerstag sein. Ja, ihr kriegt auf jeden Fall eine andere längere Episode. Und vor allem habe ich das gesagt, weil ich dachte, ja, wir labern hier sinnlos rum. Aber im Prinzip haben wir uns ein wenig über Fußball Deutschland unterhalten, beziehungsweise über die Champions League. Hätte ich jetzt natürlich nochmal so ein... Ich mache nochmal eine Prediction für heute Abend. Ich gucke mir mal gleich die Spiele an, die heute Abend so laufen. Und dann werde ich da mal ein paar Ergebnisse durchgeben. Werden eh alle richtig sein. Also die bitte sofort auf BWin eingeben und ja, ein bisschen Kohle machen. Obwohl, ha, wenn ihr das Video seht, sind die Spiele schon wieder rum. Also könnt ihr das dann doch lassen. Und natürlich solltet ihr das nicht machen. Sportwetten kann süchtig machen, meine Freunde. Also, alles was süchtig machen kann, sollte man lassen. Macht zwar teilweise Spaß, aber man sollte es dann doch lieber lassen. Und ja, so. Alter, 82. Minute, was ist denn hier eigentlich los? Machen wir mal hier sehr offensiv. Ultra Attacking. Ach so, noch eine schöne Botschaft für euch.
Für die Leute, die mich in Facebook haben, die haben es wahrscheinlich mitbekommen. Ich habe gestern mal ein Foto von meinem FIFA 14 für die PS4 gepostet in Facebook. Die wissen das schon. Ich habe mir FIFA 14 für PS4 bestellt und zwar auf Deutsch. Also einige, die es nicht mögen, dass ich immer Englisch hier eingestellt habe, können sich freuen, zu PS4 wird es FIFA 14 in Deutsch geben. Ich mag Englisch eigentlich lieber, auch wenn ich es teilweise nicht alles aussprechen kann. Ich weiß, meine Freunde, aber ich mag es auf Englisch, wie gesagt, eigentlich lieber. Aber ist jetzt nicht schlimm, wir werden es auf Deutsch spielen. Und ja, das passt dann. Alter, echt schon 20. Minute? Wie lange habe ich denn am Anfang gelabert? Vidic hier, zweites Eckentor. Eieiei. Gegen Dazza. Ich weiß auch nicht, ob er hier in dem Spiel irgendwie mal einen Sinn gesehen hat, der Gegner. Ich weiß auch nicht, ob er mal auf mein Tor geschossen hat. Ich glaube nicht unbedingt. Aber er geht hier solide nach vorne. Er will hier das Ding noch umdrehen. Aber ich glaube, jetzt hat er keinen Bock mehr. Ich glaube, jetzt spielt er nicht mehr. Ist, glaube ich, ein wenig angepisst. Vielleicht schicke ich ihm mal eine Nachricht nach dem Spiel, dass er ein wenig auf die Chemie achten sollte. Oh, Rooney, da müssen wir natürlich mal fackeln. Ah, schade. Das mache ich ab und an mal, wenn ich wirklich Leute sehe, wo ich zum Beispiel sehe, wie bei ihm jetzt, dass er wirklich nur Goldspieler hat, also im Prinzip die Kohle für ein Team, aber diese halt einfach sinnlos aufstellt, dann schreibe ich den ab und an, wenn ich mal gut gelaunt bin, eine PSN-Nachricht, dass sie mal versuchen sollen, nur Spieler aus einer Liga zu nehmen oder aus einer Nation. Und ja, da habe ich schon manchmal nette Leute kennengelernt, die das auch zu Herzen genommen haben, haben geschrieben, yo, danke, ich werde das mal austesten, meist halt auf Englisch. Und ja, wenn ich davon mal einen bekehren kann, ist das doch immer schön. Ich meine, ich hatte das am Anfang genauso. Ich habe das schon öfter mal erzählt, aber es kommen ja immer mal neue dazu. Deswegen erzähle ich es nochmal kurz. In FIFA 11, glaube ich, mein erstes Ultimate Team, war es genauso. Kollege und ich vorher immer nur normale Online-Saison gespielt. Dann das erste Mal Ultimate Team. Erstmal Packs gezogen für 10 Euro, glaube ich, war das damals. Und ja, haben wir irgendwelche Spieler gezogen? Habe ich alles abgestoßen immer. Ich wollte einfach nur Coins haben, ich hatte null Plan, ich habe wahrscheinlich irgendeinen 100.000er Silberspieler abgestoßen oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir danach so gemacht, einfach zum Beispiel, wir brauchten zwei Stürmer, also haben wir Stürmer eingegeben, haben gefiltert und haben dann einfach zwei Stück mitgenommen, also auch nicht auf die Chemie geachtet. Und im Endeffekt hatten wir da ein hübsches Team stehen, aber halt auch nur hübsch von den Einzelspielern her. Und dann haben wir zu zweit gezockt und wir haben irgendwie alles auf die Fresse bekommen. Obwohl wir in der normalen Online-Liga richtig stark waren. Ja, also Spiel ist klar, ne? War auch nur abzusehen, dass es so ausgeht, aber naja. Was wollte ich sagen? Achso, genau. In der normalen Online-Saison, das heißt jetzt nicht Ultimate Team, sind wir richtig stark abgegangen und dann irgendwie, hä? Was geht denn jetzt ab? Hier funktioniert ja gar nichts mehr. Was ist denn hier los? Und ja, irgendwann kam ich mal auf den Trichter, dass es vielleicht was mit der Chemie zu tun haben könnte. Dann habe ich ein Team aufgebaut mit 100 Chemie. Und ja, siehe da, dann konnten wir perfekt damit spielen. Ich denke mal, nächstes Video machen wir... Was machen wir mal? Ich glaube, wir machen ein Spiel mit El Arabi und seinen Freunden. Und vielleicht danach noch eins mit Ibra. Weil Teambuilding habe ich jetzt gerade eigentlich nichts im Kopf. Und vor allem, wie gesagt, ich muss erstmal die ganze Scheiße verkaufen. Ich habe das immer noch nicht gemacht. Gammelt immer noch auf der Transferliste rum. Da kommen ja nochmal ein paar hunderttausend rum. Das müsste ich dann mal machen. Aber ansonsten wäre es das gewesen. Tut mir leid, dass ich Doppelfolge ankündige und dann keine mache. Aber ich dachte nicht, dass es so lange dauern wird. Wenn ich jetzt wirklich nochmal aufnehmen würde, das heißt hier direkt hinterher noch ein Spiel, dann bin ich bei über 40 Minuten und dann kriege ich das mit dem Uploadplan nicht hin. Und ich glaube, das freut euch auch nicht so sehr, wenn, ja, zum Beispiel das Abendvideo dann um 12 kommt und ja, dann das, vor allem, dann verschiebe ich mir halt meinen kompletten Uploadplan. Weil wenn das Abendvideo dann um 12 kommen würde, dann würde natürlich das Morgenvideo auch nicht um 3 kommen, weil dann bräuchte ich ja Minimum so 6 Stunden zum Hochladen. Dann würde das wiederum um 6 kommen oder so. Das Mittagsvideo wäre dann auch wieder verschoben. Das ist auch scheiße. Und ja, naja, was willst du machen? Dafür ziehe ich jetzt nochmal ein Pack. Ein Strafpack für Lügen. Aber ich meine, ihr bekommt ja 3 Episoden am Tag. Also ist jetzt ja nicht ganz so schlimm, dass wir hier mal keine Doppel-Episode raushauen. So, 7,5er mit Charavi drauf. Können wir mal hier bitte einen Ronaldo noch ziehen, solange er hier im Team of the Week ist. Ab heute Mittag ist das nämlich nicht mehr der Fall.
Beziehungsweise, wenn ihr das Video seht, ist es schon nicht mehr der Fall. Callejon, ja, dich haben wir gestern abgeschossen, mein Freund. So, nehmen wir hier nochmal die Knietrainerin mit. Dann nehmen wir hier noch Verträge mit, wenn sie mal kommen wollen. Naja, Verträge davon haben wir genug. Ich glaube, da müssen wir im Prinzip keine mehr kaufen dieses Jahr. So, Fitness auch noch. Und was haben wir hier hinten? Ne, das will ich alles nicht. Das kommt weg. Und ich würde sagen, das wäre es gewesen. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, Like da lassen, schreibt was in die Kommentare. Und kommt mal im Forum vorbei. Ah nein. Ah nein. Ich wollte jetzt eigentlich noch die Spiele, die heute Abend kommen. Da wollte ich ja noch kurz Tipps abgeben. Das mache ich jetzt nochmal. Zieht's euch rein. So, was haben wir? Scheiße. Wie werden die Spiele denn hier mal angezeigt? Götze auf Kuschelkurs. Ah ja. Happy Birthday. Wie sehe ich denn jetzt hier die scheiß nächsten Spiele? Ah, ist das kacke gemacht, Alter. Sport 1, was ist los mit euch? Machen wir mal Ergebnisse und Tabelle. Vielleicht kommt da irgendwas rüber. So, Fußball Champions League. Ah ja, hier. Hier haben wir es doch. Echt? Spielt Leverkusen schon wieder gegen Menu? Ach stimmt, die haben ja jetzt ein Spiel gemacht, ne? Ah. Gut. Ja, es wäre jetzt mal schön, wenn er mir alle Gruppen anzeigen würde. Macht er aber leider Gottes nicht. Also auf jeden Fall spielt heute Abend Real Sociedad gegen Donetsk. Ich sage einfach mal, Donetsk wird gewinnen und zwar 2 zu 1. Bayer Leverkusen gegen Manchester United. Manchester United wird 2-0 gewinnen. Obwohl Leverkusen zu Hause spielt, aber ManU wird gewinnen. 2-1 sagen wir mal. 2-1 ManU. 2-1 ManU, 2-1 Donetsk. Oh ja, ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht Bock, alle Gruppen hier durchzugehen. Tut mir jetzt ja leid, aber ich kriege hier irgendwie keinen kompletten Überblick hin. Hier haben wir noch Real Madrid Galatasaray. Interessantes Spiel auf jeden Fall. Galatasaray will natürlich weiterkommen. Juve will auch weiterkommen. Kopenhagen will auch weiterkommen. Alter, richtig enge Gruppe hinter Real. Die können ja alle noch richtig gut weiterkommen. Also Juve gegen Kopenhagen sage ich 2-0 für Juve. Weil Juve auch zu Hause spielt. Real Madrid gegen Galatasaray. Real spielt auch zu Hause. Das wird ziemlich schwer für Gala. Ich sag mal ein 2-2 unentschieden. So, dann noch Gruppe C. Komm, gucken wir jetzt auch nochmal schnell rein. Dann sind wir, glaube ich, auch gleich durch. RSC Anderlecht gegen Benfica. Da denke ich, dass Benfica sich durchsetzen wird. Und zwar mit einem 1-0. Paris gegen Olympique Piraeus. Und ja, das wird ein etwas schwereres Spiel für Paris. Aber Paris wird es gewinnen. Sie spielen auch zu Hause. Und ich sage 3-1. Und jetzt gibt es, glaube ich, noch die letzte Gruppe, oder? Ach nee, ich glaube, das war jetzt alles schon, oder? Nee, hier ist ja natürlich noch Bayern. Bayern gegen Moskau. Und ja, Bayern gegen Moskau. Bayern wird in Moskau 2-0 gewinnen. Ganz easy. Manchester City wird in Pilsen 3-0 gewinnen oder 4-0. 4-0, sagen wir mal 4-0. Aber ansonsten wäre es das dann jetzt, glaube ich, wirklich gewesen. Die anderen Gruppen waren gestern. Ja. Richtig, alles klar. Das wären dann alle Ergebnisse gewesen. Haben wir jetzt trotzdem fast eine halbe Stunde Video. Naja, was soll's. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, Like da lassen, schreibt was in die Kommentare und kommt mal im Forum vorbei. Link ist in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Massive. Ciao.